Kingdom Two Crowns Folge 32. Also was ich hier mache, spottet jeder Beschreibung. Spottet im Grunde genommen jeder Beschreibung. Ich versuche mich so gut über Wasser zu halten, wie es nur geht. Aber es ist nicht von sonderlichem Erfolg gekrönt. Weil ich quasi auf jeder Ebene Probleme habe. Egal wie ich es drehe und wende, also egal in welche Richtung ich gehe, es fehlt mir immer irgendwas. Es ist, es ist zermürbend. Ihr könnt auch hier hingehen, hier sind auch Schilde. Leute. Immer noch nicht ausgebaut. Das ist ja auch so eine Sache. Aber hier, ein kleiner Schildwall. Ein kleiner Hoffnungsstrahl. Dieser Welt, die doch sonst so hoffnungslos ist. Ich werde schon wieder ballern. Ja, aber gar nicht mal so schlecht. Wieso fallen die jetzt eigentlich immer von diesem Ding darunter? Ich habe es noch nicht ganz begriffen. Was er kann. Was kann der? Ich weiß es nicht. Ich hätte ja die Hoffnung und den Wunsch, dass der Eber einfach alles umrennt.
Okay. Also mit der Schultertaste, das kann ich ja mal kurz verraten, wühlte Eber im Dreck. Wie so ein Trüffelschwein. Was das dann bringt, das weiß ich nicht genau. Eben hatte ich gedacht, das hätte Gold gebracht. Ja, bringt's auch. Manchmal, nicht immer. So, jetzt könnten wir doch mal das hier ausbauen. Kleiner Hoffnungsschimmer. Und das Wühlen bringt offensichtlich, dass er wieder schneller laufen kann, weil er relativ schnell die Puste verliert. Aber das ist insgesamt nicht so das, was ich mir jetzt von so einem Eber erhoffen würde, sag ich jetzt mal. Ne? Also, so ein gepanzerter Eber, das ist für mich doch schon noch was anderes. Naja. Nee. Habe ich die Krone wieder? Ja. Okay, was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich habe gerade versucht, durch die Reihen mit dem Eber durchzugehen. Ich habe gedacht, wenn ich nur schnell genug bin, dann geht das. War eine Fehleinschätzung. Geht es nicht. Ah. Ja, das passiert, wenn man nur auf einer Seite einen Schildwall hat. Alles sein, dass der so ein bisschen in der Erde wühlt und ein bisschen Geld rauszieht, das kann nicht alles sein. Das guckt mir jetzt auch nicht besonders an, ey, das ist eigentlich gar nichts. Der macht da auch so ein komisches, seht ihr dieses rote Zeug da, das sieht so aus, als wäre irgendwie so wieder so den wütenden Modus anwerfen. Tut aber gar nicht. Hab ich denn noch... ja, ist ja gut. Hab ich denn noch... was soll ich sagen? Was hab ich vergessen? Handwerker habe ich auch keine mehr irgendwie, oder? Ach ja, genau, was soll ich sagen? Das war's jetzt. Hab ich denn noch... Leute, die mir Geld produzieren. Farmer. Es sieht nicht so aus. Und ich glaube, Handwerker habe ich auch keine mehr.
Ziehen sich schon zurück. Die wissen schon warum. Ob die das rechtzeitig bauen, ob die rechtzeitig vorne sind, das ist alles sehr unwahrscheinlich. Rechts kein Schildwall. Natürlich nicht, denn ich bin ja hier beschäftigt. Mit dem Eber bin ich nicht zufrieden. Muss man mal so sagen. Also, ich hab Geld mehr. Eieieiei. Und die Bauarbeiter bauen kräftig nach. Aber jetzt kommen die Blitze. Tja. Also, links haben wir uns verteidigen können. Das muss aber nicht heißen, dass wir das auch rechts schaffen. Wir werden es am Zaun sehen. Oh, und der Zaun, der sieht nicht gut aus. Oh, 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 oh. Wobei. Ich will jetzt nicht ketzerisch sein, aber ich finde, es könnte schlechter aussehen. Naja. Dieser Rieseneber ist im Endeffekt nichts anderes als ein riesiges Trüffelschwein, habe ich das Gefühl. Und das ist ein bisschen wenig. Das ist nicht das, was ich mir erhofft habe. So, und dass jetzt hier auch keiner die Dinger nimmt, das lässt darauf schließen, dass wir zu wenig Bürger haben, denn ich kann jetzt nicht erkennen, dass wir hier übermäßig viele Oh ja, das sind sie alle. Eieieiei. Hier fehlt es echt an allen Ecken. Was ist denn das? Ich würde gerne Schildträger dahin schicken. Danke. Wühlt herum und holt nicht mal Geld raus. Also. Das hört sich ja nicht gut an.
doch mal. Gut, die Seite hat sich bewährt. Das muss aber nichts bedeuten, ne? Also es kann genauso gut sein, dass jetzt alles wieder links kaputt ist. Und ich bin immer in dieser Zwickmühle. Links, rechts, aber es ist... Ich komme nicht den entscheidenden Schritt vorwärts. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Was geht denn da für Rauch hoch? Was ist das denn eigentlich? Das ist doch... Was haltet ihr davon, wenn ich mal hier so einen Turm mache? Einfach mal um uns hier ein bisschen die Viecher vom Hals zu halten. Dann rekrutieren wir hinten noch ein paar Leute. Geht durch, Mann. Das gibt's doch alles nicht. Was ist denn das? Was ist denn das? Schon wieder abends oder was? Kannst du vergessen, nichts zu wollen. Da sage ich nur mal danke für nichts. Jetzt streikt das Schwein wieder. Scheiße. Wenn ich vom Fleck kommen will, streikt das Schwein. Speichert er schon wieder. Ja, was soll das alles bedeuten? Dem Schwein habe ich mir keinen Gefallen getan. Oh Gott, ey. Ich habe einen vollen Geldsack. Das ist schon mal gut. Das ist viel wert. Dass hier kein Schildmacher erscheint, das ist allerdings Rotz. Und zwar vom Feinsten. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann, ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was das Schwein machen soll. Ich weiß nur eins, das Schwein ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Zumindest nicht in der Variante, wie ich es benutze. Deswegen werde ich jetzt wieder umsteigen auf ein schnelles, ausdauerndes Pferd. Werde jetzt auch mal den Moment nutzen, das Momentum. Mal gucken, was da hinten noch ist. Ist ja durchaus möglich, dass da nochmal irgendwie Geld ist. Oder, aber hier sind sehr viele Bürger. Das ist ja auch so ein Problem. Das habe ich ja. Die fehlen mir ja auch ein bisschen.
Uferportal. Also hier rechts ist quasi nichts außer Wegelagerer. Nee, wie heißen die denn? Obdachlos, das ist das Wort. Ja, jetzt schauen wir, dass wir schnell zurückkommen. Der speichert doch normalerweise nur, wenn es irgendwie... Ui. Was war jetzt mit dem? Was ist mit denen? Wieso laufen die da einfach so rum? Das sind doch die, die ich geschickt habe. Die sind hier nicht durch das Tor hier gekommen, oder was? Einzige Erklärung. Der steht da. Ist ja schon ein bisschen lustig, gell? Okay. Das ist auch immer geil, wenn man hier reingeht und alles ist zerstört. Meine Farmer sind noch da, das ist ja, man muss ja mit allem zufrieden sein. Könnte ja schlimmer sein. Mir manchmal nicht sicher, ob ich da irgendwie eine Nacht verpasst habe oder so, weil ich weiß auch nicht, in welchem Gott. Ja, das ist alles ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen eigenartig vielleicht. Die Bauern sind natürlich auch weg. Okay, ja, die Folge ist ja schon wieder rum, ihr wisst es. Es ist spannend, aber ich muss ja mal... Ach, da ist wieder der Schildmacher. Ja. Das System, das muss man erstmal begreifen. Hab ich da eigentlich jetzt eine Mühle gebaut? Nee, was ist denn das hier vorne? Warum ist das so ein komisches Geländer? Das ist normalerweise das Mühlengeländer. Nee, aber ich würde gern Bauern bauen. Das wäre jetzt mal das, worauf ich Lust hätte. Also entweder gibt es keinen Schildmacher oder es gibt keine Bauern. Es ist immer irgendwas anderes. Ehrlich wahr. Habt ihr Geld für mich vielleicht? Könnt ihr hier nochmal den Turm ausbauen? Wäre eine Idee.
Ja, wir müssen die Folge beenden. Bis dann, macht's gut. Tschüssi.